Willkommen zurück, nächste Folge Captain of Industry. Kleinigkeit habe ich gemacht. Also es fehlt immer noch an Nahrung für meine Hühner. Die sterben immer so vor sich hin, dann erholen sie sich wieder. Hier drüben wird planiert, das ist jetzt fast fertig. Also die sind fast so weit, damit ich die zweite Sojafarm bauen kann. Was ich noch gemacht habe, ich habe hier mein Kraftwerk erweitert. Ein bisschen ineinander verschachtelt jetzt. Hier ist ein weiterer Heizkessel. Der treibt diese beiden Turbinen an. Und hier ist noch ein Stromgenerator. Könnte ich dann eben hier um die weiteren drei erweitern, wie hier auch. Jetzt haben wir für 10 Megawatt Strom. Hier haben wir zwei weitere Kühltürme. In der Mitte habe ich mir jetzt mal als erstes mal so einen großen Schornstein gegönnt, damit ich beide auf einmal anschließen kann. Den pausieren wir aber mal. Denn wenn, dann will ich ja das Wasser hier rausjagen. Und dann die Meldung, wenn hier voll ist, dann geht es weiter. Also das so nebenbei. Die hier musste ich boosten, damit genügend Wasser produziert wird für beide Heizkessel. Apropos hier drüben, kann man eigentlich auch mal kurz gucken. Wie schaut es denn hier aus? Das Ding ist quasi leer. Aber hier ist noch genügend Dampf da. Jetzt ist leer. Ich starte das vorsichtshalber. Nicht, dass wir ein Problem kriegen. So, wie gesagt, meine Hühner sterben immer so vor sich hin, bis dann irgendwann mal wieder so wie jetzt gerade Futter da ist. So, jetzt habe ich gemerkt, dass die das Futter hier drüben nicht abholen. Jetzt habe ich mal die Verbindung hier gekappt, aber irgendwie. Dann hier ist sofort. Sollte eigentlich für die LKWs groß genug sein. Will aber irgendwie keiner abholen. Ich beobachte das mal. Wäre dasselbe wie die Erde hier, die will ja auch keiner abholen. So, Moment. Der Bagger. Ist es schon soweit? Nee, ist noch nicht ganz fertig. Passt. Was habe ich noch getan? Nix. Das Schiff verbessert habe ich. Hier, ich habe den Schiffsmotor 2 eingebaut. Können wir endlich die weiter entfernten Dinger da erforschen. Hochdruckturbine benötigt eine Förderstöppe, um Dampfniederdruck auszugeben. Nee, aber die Turbine habe ich vergessen anzuschließen, ich Idiot. Verdammt, ich bin noch ein. Bin doch ein Idiot. Okay, das habe ich vergessen anzuschließen. Aber Dampfniederdruck wird rausgegeben. Kannst du hier über. Gut, der Kamin ist abgeschalten, ja, aber. Hier. Läuft doch. Und hier auch. So, sollte doch alles gar kein Problem sein. So, jetzt muss ich das hier nur umbauen. Weil der PP hier einen Fehler gemacht hat. Entfernen bitte. So. So ist gut, wunderbar. Schnell bauen, schnell bauen.
Wunderbar, Dampf fließt. Dampf fließt jetzt auch in diese Turbine hinein. Jawohl. So, Warnung, Flüssigkeitsspeicher 2. Hohe Versorgung von Wasser. Der hier. Hier, der ist voll. Ja, dann. So, die hier aktivieren. Den hier auch aktivieren. Müssen wir das Wasser halt verdampfen lassen. So, hier kann jetzt nicht verkippt werden. Das ist okay, das ist okay. Das könnt ihr nicht verkippen. Gestein ist voll. Und ihr wollt jetzt wohin fahren? Ihr wollt hier hin. Achso, hier kann keiner hinkommen. Und was ist hier? Hier kann man doch auch Gestein. Gestein, ja. Oh, Moment, wenn ihr da hin wollt, dann baue ich doch da einfach mal eine Rampe und guck mal, was dann passiert. So, Energieerzeugung 2 ist mittlerweile erforscht. Schau ich mal, ob ihr fahrt, wenn ich das Ding baue. Nö, die fahren trotzdem nicht. Ja, jetzt habe ich das gleiche Problem, was mit der Erde passiert ist. Die holen es halt einfach nicht ab, außer ich mache es so. Ich habe viel zu viel Mais. Oha! Was ist denn hier passiert? Mülldeponie, Luftverschmutzung, Wasserverschmutzung. Ah, jetzt bin ich wieder im Plus. Was war da gerade? Schüttgutlager 2, unzulässige Route. Hier gar keine Route eingestellt. Also das ist ähnlich dämlich wie das mit der Erde. Weiß nicht, warum sie es nicht wegkippen. Ja, ich weiß, du bist voll. Alles gut. Hier wächst jetzt Mais. Ich habe Überproduktion von Mais und Überproduktion von Weizen. Den Weizen würde ich am liebsten die Überproduktion durch gerne in Tierfutter verwandeln. Allerdings ja, Chris, ja, hi, schön, dass du reinschaust. Ja, danke, gut geht's mir und selbst hoffentlich auch. Kämpfe noch etwas hier mit, also spieltechnisch. So, hier müsste doch jetzt soweit, das sieht doch gut aus. Das müsste doch jetzt eigentlich fast gegraben sein, dass ich hier noch eine Farm bauen kann. Aber ich würde gerne die Überproduktion von dem Weizen und die Überproduktion von dem Mais gerne in Tierfutter verwandeln. Aber ich möchte natürlich nicht, dass die den gesamten Mais verbrauchen. Bedeutet, wie kann ich das ein wenig kränklich? Ja, das kenne ich. Ich war letzte Woche erkältet. Beziehungsweise eigentlich bin ich wieder fit, aber jetzt ausgerechnet heute Abend läuft mir ständig die Nase, obwohl ich eigentlich schon wieder fit bin. Also ist merkwürdig. Aber das kenne ich. So. Ja. Bedeutet, wenn ich hier sage, das soll voll gehalten werden. Ah, und jetzt hier dahinter ein zweites Silo setzen, das dann
Das rauslaufen lässt, das lässt aber nur das raus. Ja. Ja, okay. Ja. Manchmal so einfach. Schön gut, Lager 3. Das ist aber ein großes Ding, hey. Aber da passt natürlich auch ordentlich was rein. Okay. Ja, ich verstehe. Moment, kann ich die Schildgutlager? Das geht bestimmt nicht. Also das wird mich jetzt ganz böse verwundern. Moment, ich habe doch irgendwo, habe ich doch so ein Schildgutlager 2 schon gebaut. Also ich weiß, dass es nicht geht, aber ich will es trotzdem. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es geht. Ich will es trotzdem mal testen. Irgendwo habe ich doch Schildgutlager 2 schon gebaut. Aber habe ich überall. Ich habe doch irgendwo so ein Zweier-Schildgutlager. Gibt es so nicht. Dass man die auf 3 aufrüsten kann, das geht nicht. Oder das wird nicht gehen. Ich will es nur mit eigenen Augen sehen. Ich habe nirgends ein Zweier. Ja, ernst? Ah, hier. Ja, war klar. War klar, hätte mich jetzt auch gewundert, weil das geht ja nicht einfach so, hat ja ganz andere Größe. Okay, aber klar. Nee, hier habe ich verstanden. Wenn ich das sage, das soll bitte vollgehalten werden. Dann schüttet der da alles, was drüber ist, schüttet der in das nächste rein. Und aus dem nächsten, das lasse ich dann zum Beispiel hier in den zweiten Eingang reinlaufen. Und dann lasse ich aus Weizen Tierfutter machen. Hier habe ich das Ding gel. Hier läuft Kompost raus. Aber Moment, ich kann ja nicht einmal Kompost machen und einmal Tierfutter. Also ich kann schon, aber das ist ja dann ein bisschen blöd hinten. Da müsste ich einen Sortierer einbauen. Jetzt machen wir erstmal das hier wieder hin. Machen das hier wieder raus. Dann brauche ich nochmal einen extra Mischer. Könnte das einfach hier zum Beispiel reinlaufen lassen. Also hier nochmal Förderstrecke, Schüttgutlager. Das Großlager baue ich auf jeden Fall jetzt noch. Auch Flüssigkeitsspeicher und so weiter, aber nicht hier. Statt dem ersten Lager. Nee, ich will ja in erster Linie schon Mehl machen. So, jetzt muss ich gerade mal kurz. Nee, doch nicht. Ich will ja in erster Linie Mehl machen. Ich will ja bloß die Überproduktion in Tierfutter verwandeln, damit meine Hühner endlich mal ordentlich versorgt werden. Deswegen will ich ja nicht noch ein größeres Lager für Weizen haben. Ich muss das jetzt hier irgendwie reinklatschen. Hier das, da muss ich drüber oder das höher setzen. Ich könnte das wahrscheinlich höher setzen. Machen wir das hier mal weg. So. Mal weiterlaufen. So. Was ist denn? So, jetzt kann ich da unten durchlaufen. Jetzt könnte ich. Das so machen. Das U-förmige. Das läuft hier rein.
Kampf das raus. Können wir das hier verbinden? Du sollst aber keine Schlachtabfälle machen. Du sollst Tierfutter machen. Tierfutter kommt hier raus. Und läuft hier drauf. Wenn ich das allerdings so mache, dann kommt hier wieder kein LKW hin, um das abzuholen. Ich mir das dann alles wieder zubaue. Also so geht es schon mal nicht, das muss ich anders machen. Das muss ich anders machen. Ich muss den Mischer an eine andere Stelle stellen. So ist es auch nicht unbedingt das Optimalste, aber... So kommen die LKWs noch hin. Dann muss ich halt so rangehen. Und dann... Das Ganze so verbinden. Förderbänder zu den Hühnern. Hühner sind hier. Das ist hier. Das wäre ein bisschen zu weit. Zumindest momentan noch. Kann man beim Ausgang was einstellen? Also die prozentuale Menge. Nee. Soweit ich weiß nicht. Ich baue das jetzt mal so. Das gefällt mir. So, lassen wir mal laufen, aber dann kommen die LKWs hier nach wie vor hin und können es abholen. Problem ist nur, hier holt niemand das Tierfutter ab. Das ist wieder so ein komisches Ding wie, wie hier mit der Erde und dem Gestein. Dass einfach niemand abholen will. Außer natürlich, ich muss... Ja, okay, Moment. Muss ich hier allerdings auch umdisponieren. Ne, hier Tierfutter. Genau, das ist das Tierfutter. Genau, hier kann angeliefert werden, ja. Aber wenn ich zu dem sage, das soll vollgehalten werden, ich glaube, dann wird es abgeholt. Das ist immer der Fehler. Ja, schon kommt einer und holt es ab. Okay, jetzt läuft der Mais. Nein, der soll nicht vollgehalten werden. Genau, jetzt ist genau das passiert, was ich nicht haben wollte. Genau, liefert es hier bitte an. Ja, aber jetzt passiert genau das, was ich nicht will. Es läuft jetzt permanent hier raus. Das will ich eigentlich nicht, sondern der soll voll bleiben und nur wenn von hier hinten nachgeschoben wird, dann lass raus. Das ist mit dem Verwaltungsturm noch nicht ganz verstanden. Du meinst den hier, gell? Bergbaukontrollturm. Da können wir uns. Müssen wir uns mal anschauen. Aber das hier ist jetzt. Das läuft jetzt genau so, wie ich es nicht möchte. Jetzt schiebt er alles hier raus. Alles, was er hat. Und das soll er nicht. Ich meine, er sagt den, er soll voll halten und sagt dem, er soll es nein. Und jetzt würden hier dauernd LKWs hin und her fahren. Also so geht das schon mal nicht. Einmal abreißen. So genau, jetzt wird das hier wieder voll gemacht. Hier kann man nichts einstellen. Nee.
Also in dem Lager selber, ich kann nur sagen, dass es voll gehalten werden soll. Also zu wie viel Prozent das ganze Lager voll gehalten werden soll. Und dann sorgen die halt dafür, dass das voll bleibt oder auch nicht. Aber wenn ich, sobald ich ein Förderband dran mache, schickt er das automatisch raus. Ich meine, jetzt habe ich natürlich hier wunderbar Tierfutter, das ist natürlich geil. Allerdings will ich natürlich vermeiden, dass der gesamte Weizen jetzt eben ins Tierfutter reinrast. Und ich dann gar keinen Weizen mehr habe, der in meine Mühle reinläuft, damit ich Brot machen kann. Meine Brotabnahme ist sehr schwach, also ich brauche relativ wenig Weizen. Allerdings, wenn dann gar kein Weizen mehr auf Vorrat ist, ist es auch blöd. Moment, ich muss aber. Also hier kann ich einen Ausgleicher bauen. Okay, ich könnte jetzt hier das aus einem rauslaufen lassen, einen Ausgleicher reinbauen. Aber das würde auch nur dahingehend was bringen, dass der das dann. Gebäude Regenwassersammler könnte wegen unebenem Gelände einstürzen. Ah, okay. Ich muss hier das erste Mal in meinem Leben eine Stützmauer bauen. Moment, habe ich hier echt Bergbaugebiet? Nee, das ist nicht direkt dran, aber das, okay. Dann stellen wir mal unten leeren ein, was dann passiert. Ja, gleich, ich muss mich jetzt nur um dieses Problem hier. So, der Holz voll. Ja gut, der ist voll, das ist okay, das können wir wegnehmen. Nicht genügend Wartung. Das ist jetzt schon wieder. Ich habe kein Eisen mehr. Wieso habe ich kein Eisen mehr? Ich habe keinen Eisenschrott mehr. Das ist mit dem Eisen los. Ist doch Eisen. Eisen wird auch abgebaut. Hier ist auch relativ wenig drin, muss man sagen. Hier ist ja nach wie vor, dass der Eisenschrott hier in seiner Schütte drin hat, aber hier beide Rezepte hat und direkt beliefert wird. Aber ich habe eindeutig zu wenig Eisen schon wieder. Oh, ich habe schon wieder Wartungsprobleme, das gibt es doch nicht. Weil der nicht hinterherkommt. Moment, habe ich genug. Ja, ich habe Eisen ist zu wenig, aber wir haben mechanische Teile auch. Was haben wir hier? Ihr, ja gut, ihr ist egal. Also jetzt muss ich mal. Ja, okay, der hat jetzt alles eingeebnet, das ist schon mal gut. Dann kann ich den jetzt stoppen. Dann geht die Welt im Max. So, jetzt machen wir das hier noch. Der Holzvollernter, der kommt hier jetzt nicht hin. Ja, dann Moment, dann machen wir das hier mal weg. Dann soll ich die Bäume hier nicht mehr machen. Brauche ich aber noch ein paar Bäume. Hier. Mach die Bäume mal weg. Die hier auch. So, dann ist das auch erledigt. So, und jetzt muss ich mich darum kümmern und dann muss ich mich um die Wartung kümmern. Und dann muss ich mich um das andere Problem kümmern, wegen dem Weizen. Mais ist dasselbe. Also ich habe auch eine Überproduktion von Mais, die ich auch Dings fixen will. So, Moment, wo ist das hier? Schutzmauer. Schutzmauer. Gelände zu hoch. Überschneidet sich mit Gebiet. Was nun? Wie kann ich das jetzt bauen? Gelände zu hoch. Hier kann ich es hinbauen. Hier kann ich eine Stützmauer hinbauen. Hier auch, aber hier nicht mehr.
Hier kann ich nur eine reinbauen. Gut, was das jetzt hier bringt, weiß ich nicht. Hier, die ist jetzt im Moment, die ist blöd gesetzt hier daneben. Ich kann ja tatsächlich keine mehr reinsetzen. Aber hier. Hier geht noch eine Stützmauer, eine kleine. Ja auch. Und hier geht jetzt wieder eine große. Ich baue das jetzt einfach mal hier alles rein. Wir hoffen, das bringt noch irgendwas. Meine Regensammler fallen hier nicht zusammen. Also ob das hier noch was bringt, keine Ahnung. Schauen wir mal, lassen wir weiterlaufen. Ich habe kein Eisen. So jetzt. Liefern. So, jetzt stehen hier zwei. Zumindest die Meldung ist weggegangen. Sieht halt jetzt ein bisschen bescheuert aus. Besser wäre es, wenn ich noch so eine große hier hätte reinsetzen können. Egal, jetzt mal. Okay, das Problem ist gelöst. So, jetzt zurück zu meinem Weizenproblem. Mein Flüssigkeitsspeicher, das ist der hier hinten. Das ist okay, das läuft. Hier, Mais haben wir schon wieder nicht alles wegbringen können. Du kannst mal wieder deinen Kalkstein verkippen. Ah, nee, die Meldung ist immer noch da. Hier komme ich wahrscheinlich zu spät. Schauen wir mal. Eisen ist einfach null da. Jetzt so machen wir hier schnell liefern. Glaube, das hier ist das Problem. Mauern stürzen ein, wenn sie mehr als 5 Höheneinheiten halten oder überfüllt werden. Schauen wir mal, ob es was bringt. So. Nochmal eine, dann stellen mal unten leeren ein, was passiert dann? Das habe ich. Falls du den Moment, wo sind wir denn hier? Ja. Ach, nicht genügend Wartung. Wie kriege ich das Problem denn jetzt wieder in den Griff? Indem ich meine Forschung pausiere. Ja, das ist das Einzige, was mir jetzt gerade einfällt. Die ganzen mechanischen Teile alle wieder hierhin geliefert werden. Und hier kommt nichts an, weil. Wo bleibt das Eisenerz, Leute? Was ist los mit dem Eisenerz? Diese roten Linien, frag mich nicht, was das sein soll. Ich blick's einmal nicht. So, Gestein ist jetzt gleich. Ach, Gestein ist leer. Das muss ich jetzt auch wieder manuell lernen, weil keiner kommt und das abholt. Das einfach nicht verstehen.
Danke. So, und du bringst jetzt, genau, du bringst jetzt dein Zeug hier rüber und jetzt kommt hoffentlich wieder genügend Eisenerz, um Eisen zu produzieren. So, hier sind wir fertig. Das bedeutet, meine Hühner haben doch jetzt gerade momentan. Oh ja, das Ding ist voll. Tierfutter ist voll. Bedeutet, es ist eine konstante Fleischproduktion momentan da. Erhöhen wir meine Tiere. Ja, die Meldung da oben ist auch nervig. Das weiß ich doch. Aber es geht doch auch ganz normal hier raus. Doch okay. So, Energieerzeugung 3 haben wir noch gehabt. Was ist das eigentlich? Moment, das muss ich mal kurz mal angucken. Da habe ich hier extra mein Ding hier so umgebaut. Wieder eine Niederdruckturbine. Jetzt kann ich den Niederdruck Dampf kann ich jetzt auch in eine Turbine reinjagen, die dann auch wiederum Strom erzeugt. Und was gibt die noch aus? Dampfdrucklos, okay. Das heißt, ich kann zukünftig meine Stromerzeugung noch effizienter gestalten. Das ist gut. So, jetzt aber, nee, ich will mich jetzt hier nicht genügend Kraftstoff. Nein, 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 nein. Habe ich den Moment verpasst? Habe ich den Moment verpasst? Nein. Öl ist leer. Warum? Warum wird hier nichts? Moment, saures Wasser ist voll. Irgendwas hier in der Konstruktion blockiert gerade. Ich habe kein Benzin mehr. Also saures Wasser wird ja hier benötigt. Hier kommt Dampf. Plus Dampf ergibt Schwefel und Schwefel ist voll, weil Schwefel nicht abgenommen wird, gell? Wo habe ich Schwefel gebraucht? Hier beim Papier, oder? Nee. Hinten beim Beton, glaube ich, gell? Bin ich Schwefel gebraucht? Nee. Dampf, wo habe ich einen Schwefel gebraucht? Lass mich mal kurz überlegen. Hier, genau. Eine Säureproduktion, aber Säure wird keine mehr produziert. Oh, verdammt. Ein Problem nach dem anderen. Und das dritte Problem ist hier auch die Zeit, wo die YouTube-Folge ist überschritten. Deswegen muss ich jetzt hier kurz einen Cut machen und die ganzen Probleme hier fixen. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ist gut. Ciao.